Hallihallo, hier ist wieder euer Tommy und wir spielen mal wieder ein bisschen Helden vs. Schurken hier bei Star Wars Battlefront 1 und zwar Dünemer Tauschhandel und wir spielen mit dem guten alten Zabrak Rebellen. Oh. Unsere Helden sind schon ausgewählt, deswegen werfen wir gleich mal unsere Bacta dahin, wie man das auch so machen sollte. So, Power-Up wird sich auch geschnappt. Da haben wir es schon. Imploder, damit bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Gucken wir gleich mal hier runter. Ah, das war jetzt bestimmt verworfen. Das habe ich gedacht irgendwie so. Ah, die kommen bestimmt, die kommen bestimmt. Nein, da ist er. Ah, oh, Magirun. Jetzt wollte ich gerade das Power-Up mir schnappen. Mist. Ach, nervig, dass hier immer der One-Shot kommt. Den schnappe ich mir noch. Der passt auf jeden Fall auf. Ja, der haut hier direkt die One-Shot-Fähigkeiten auf einen drauf. Ich konnte ihn ein bisschen anschießen. 3% haben wir ihn abgezogen. Boba ist allerdings schon gestorben bei denen durch irgendwas. Vielleicht hat der Chewbacca herausgefordert. Wir sollten auf jeden Fall gucken, dass hier die anderen Helden draufgehen. Besonders dieser blöde Vader. Ach, mein Gott, sag mal, warum schießen die denn immer die Fähigkeiten auf mich? Der hat jetzt zielgerichtet alles auf mich gehauen hier. Mit seinem Kettenblitz. Anstatt immer auf die Schurken zu gehen. Das kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen. Es gibt so viele Leute, die so richtig hart auf KD gehen in dem Modus. So absolut unnötig, finde ich. Aber wer spielt denn bitte auf KD in einem Helden vs. Schurken? Oder wer geht überhaupt auf KD? Wessen Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein hängt denn bitte von der KD ab? Das ist immer so eine Sache, die nicht in meinen Kopf reingeht. Aber naja, gibt so ein paar Leute, die legen darauf Wert. Irgendwie anstatt normale Werte im Leben sagen sie dann, hey, du hast einen guten Abitur gehabt, hast einen guten Job im Endeffekt bekommen und verdienst gut Geld und hast ein gutes Leben dir zusammenarbeitet, hast eine gute Frau oder das und das, aber ich habe eine 5er KD in Battlefront. Boah. So stellt man sich das dann manchmal vor. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich viel Wert auf irdische Güter legen sollte oder auf Materialismus oder sowas, ne? Bevor mir das jetzt wieder irgendwo in den Mund gelegt wird. Ich meine eher das Leben an sich. So, wir haben die gute Jin, haben leider keinen Bagda bekommen. Es sieht bis jetzt gut aus. Wir führen immerhin mit einem Kill, mit einem Punkt, aber mehr auch nicht. Orbitalschlag? Okay, das ist unserer. Ich glaube, die sind alle auf dem Raumschiff drauf. Kann das sein? Da ist der alte Opa. Mein Gott, wo kommen die denn her? Luke Skywalker, rette mich. Luke, Alter, der Arsch, der lässt mich hängen. Der lässt mich hängen. Der rennt weg. Ich bin so tot. Als ob der nicht einmal kurz vor mich gehen könnte und den Block drücken kann. Boah, ist das gemein. Ist das gemein. Der hat mich einfach knallhart hängen lassen. Jetzt hilft doch Chewbacca. Jetzt rennt der auch vor dem weg. Der lässt den Chewie auch hängen. Jetzt kommt er. Hol dir die Heilung, Luke. Du machst das. Das ist ja überhaupt nicht wie im Film. Da hat er die Jedi-Ausbildung abgebrochen, um seine Freunde zu retten. Und hier, da der tanzt er durch die Gegend. Aber er hat die Heilung gekriegt. Er macht es immerhin in der Form gut. Man müsste doch nur einmal kurz vor den Typen laufen und einmal die Blocktaste drücken. Dann wird nämlich der andere zurückgeworfen, damit man mir jetzt hier ein bisschen folgen kann eventuell. Pum. Wir sind zwar gestorben, aber es hat sich gelohnt. Super. Zweite Runde, zweiter Sieg. Läuft doch. Luke Skywalker. Warum sind wir denn 6 gegen 4, sag mal? Was soll das denn? Oh, wir dürfen nochmal einen Helden nehmen. Das ist ja super. Wen hat man denn schon länger nicht mehr? Han Solo, den Captain des Millennium Falcon. Den nehmen wir natürlich auch mal. Der sieht hier auf dem Bild immer so komisch aus, ey. Das Gesicht haben sie irgendwie nicht richtig getroffen. Oder sind es die Haare? Ich weiß es nicht. Irgendwas sieht da ganz komisch aus, finde ich. Ah, das ist ja ein cooles Trio. Das gefällt mir. Das ist hier das Solo-Star-Wars-Story-Trio. Okay. Ah, jetzt habe ich das Bug da nicht bekommen. Mist. Na? Na, wo kommen sie? Orlando geht aber offensiv. Dann wollen wir dem mal ein bisschen Unterstützung geben. Ah, das macht so viel Schaden, dieser Glückstreffer. Ne? Der ist so super. Oh, ich habe aber auch gut Schaden genommen. Ah, hier muss man ja noch triggern. Der geht zu offensiv, der Herr. Der Herr Vader. Und Glückstreffer! So, nur noch der olle Boba ist da. Oben, oder was? Da oben? Der kämpft einen eisenharten Kampf gegen den Druiden. Also der macht da irgendwie Mist, muss ich sagen. Und Glückstreffer! Ah, daneben. Er trefft nix.
Eiskalter Revolverheld, wie Han Solo. Oh, wie ist der denn da hochgekommen? Alter, das ist ja... Ich bin gerade total perplex. Wie hat er das gemacht? Der hat sich da hochgerollbackt. Kann das sein? Holy moly. Also Leute, die sich hier... Kann man da irgendwie hochkommen ohne den Rollback? Hat er jetzt ernsthaft den Rollback als Rampe benutzt und ist da hochgerollt? Alter, ich bin gerade total beeindruckt. Wer auch immer das war, wenn das wirklich so passiert ist, dann... Alter Schwede, bist du gut. Wir haben nur drei Gegner. Mensch, kann da nicht einer rübergesetzt werden? Der Dr. Akula oder der Shadow Walker oder von mir aus auch ich? Irgendwer, damit es ein bisschen spannender ist. Nicht immer dieses 6 gegen 3 oder 6 gegen 4... Mann. Immer dieses Teambalancing, das nicht funktioniert. Schade eigentlich. Weil ich werfe jetzt extra mal keinen Bagdad, damit es ein bisschen fairer bleibt. Weil die können gar keinen Bagdad kriegen. Da müssen wir nicht auch noch das so böse ausnutzen. Wir sind sowieso schon im extremen Vorteil. Ich hoffe, da lief nicht noch einer. Und ich hoffe eigentlich eher, da kommt mal einer rein. Ich würde freiwillig, wie gesagt, ich würde gerne das Team wechseln können. Auch wenn ich dann höchstwahrscheinlich verlieren würde. Aber ich... 4 gegen 5 ist doch, hört sich schon sehr viel spannender an als 3 gegen 6, oder? Er will mich. Ja. Mega Fun. Ah, das hat er wahrscheinlich dann schon, wenn er mich da böse mit dem Lichtschwertwurf wegholt. Haben wir hier nochmal. Ups. Haben wir hier nochmal ein Power-Up irgendwo? Dann macht sie Tustenräubergeräusche, die gute Sabrak-Lady, die ich hier habe. Na, das sieht aber gar nicht so schlecht aus für die anscheinend. Das sieht. Ja, obwohl. Ja, damals. Vierter Sieg für uns. Sieht gut aus. Schade eigentlich. Wie gesagt, richtig, richtig schade. Schön, dass da immerhin die drei Leute übrig bleiben. Es tut mir auch sehr leid für die. Also schön, dass die nicht rausgehen aus dem Spiel. Könnte ich auch verstehen, wenn man jetzt rausgeht. Und jetzt will ich will das versuchen. Ich will das jetzt sehen, wie der das hingekriegt hat. Ich werde jetzt mein ganzes Können und meinen ganzen Lebensinhalt hier mit diesem Lando Calrissian darin investieren, auf dieses Schiff hochzukommen. Gib mir bitte Bagda. Danke sehr, das ist sehr nett. Weil damit kann ich ein bisschen eher das aushalten, wenn ich gleich von allen Leuten verprügelt werde. Der muss ja von der Seite irgendwie hochgerollt sein, ne? Von deren Spawn-Seite irgendwie. Ich werde jetzt nichts machen, außer da hochkommen wollen. Und wenn wir die Runde verlieren, dann ist das halt so. Wir gewinnen sowieso, denke ich mal, wenn wir jetzt sowieso 6 gegen 3 bleiben. Dann ist das alles halb so wild. Aber ich will gucken, wie der das hinbekommen hat. Gibt's doch gar nicht. Der ist da irgendwie auf Schiff hoch. Und jetzt rollen, oder was? So? Nein, das funktioniert so nicht. Hat er das irgendwie anders hinbekommen? Da kommt man... Geschossen, steht gut. Kommt man da denn irgendwie hochgesprungen? Die Zeit der Verhandlungen mit dem Imperium ist vorbei. Jetzt könnt ihr mir mal... Also wenn jetzt einer weiß, wie man da normalerweise hochkommt und sich denkt, Alter, was laberst du? Da kann man doch einfach hochspringen. Sagt mir mal ruhig Bescheid. Ich hatte nämlich gedacht, an der Kante da, wenn man da so die Kiste hochspringen möchte, da bleibt man doch dann immer hängen und fällt wieder runter, oder? Da rutscht man doch dann immer runter. Ich bin verwundert. Verwundert und beeindruckt. Kantenspringer Lando. Ich bin total aus dem Häuschen. Naja, das war eine schnelle Runde. Leider nicht so ganz ausgeglichen. Schade eigentlich, aber hat trotzdem mal wieder Spaß gemacht, Helden vs. Schurken zu spielen. Wir konnten sogar drei verschiedene Helden mal nehmen. Das ist doch ganz cool gewesen. Und dann hoffe ich, euch hat es auch gefallen und dann sieht man sich auch beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und bis dann und ciao, ciao.